Herzlich willkommen zum 11. Livestream-Konzert von meiner Wenigkeit und meiner Pedalharfe heute, auf die ich voller Ehrfurcht blicke und von ihr herabblicken 500 Jahre Musikgeschichte, die ich hier also natürlich nicht vollständig zitiere, aber die natürlich auf jeden Ton, den ich spiele, einen Einfluss hat. So, welcome to the 11th Live Harp Stream Concert. Today with the pedal harp, to which I look up with great humility, and who looks back to me with 500 years of music history, which I will not quote tonight, but I will refer to it subconsciously with every note I play. And this is where we come from. This is, you know, if you are familiar with the pedal harp, you know that the music history is basically embedded into the system of strings and little levers. But that should not concern us tonight. Tonight it's all about the music. Let me just catch up here with the live chat. Yeah. Genau, Julia says that das große Schlachtschiff, this is the battleship of harps. If you started with the very small one, with the electric one, there is one that is even smaller, which will be featured in one of the coming events, and everything in between. And this one, of course, is the big sister, and the Moha, if you want, the mother of all harps. I wouldn't say she's a beast. She's a very nice one. But things are, I mean, you're driving a big train there. So, bei der Pedalharfe, das wurde hier schon angemerkt, also das große Schlachtschiff sei heute am Start. Ich hatte ja mit der ganz kleinen E-Harfe angefangen und es gibt eine kleine Harfe, die noch kleiner ist. Die wird in einem der nächsten Konzerte auch vorkommen. Ein bisschen plane ich ja dann schon im Voraus. Und heute ist es eben die große, also ja, wo ich auch immer ein bisschen ehrfürchtig bin. Aber es macht trotzdem einen Riesenspaß, auf ihr zu spielen. Und also ich vergleiche mich nicht mit den Menschen, die das studiert haben und die das also tausendmal besser können als ich. Aber ich bin doch sehr stolz, das präsentieren zu können hier auf dem Instrument. So I'm not comparing myself to the plethora of great harpists in this world who studied the instrument and who can play this a lot better than I will ever be able to. But I have good teachers and good inspirations, and I make the best of it. Oh ja, und Pfefferminz-Akkorde, schreibt Fenwen und Ila. Pfefferminz-Akkorde, that means peppermint chords. If you want more of them, I have more of them. That is not a problem. Thank you.
Ja, das war also ein kleiner Ausflug in die Pfefferminzakkorde. Jetzt fragt ihr danach und dann bekommt ihr sie auch. So, this was a little excursion into the wonderful world of peppermint chords. I call them that and other people do as well. I don't know where the word comes from, but yeah. So this was I don't know, more like not a demo version. It was a piece that I created out of things that I played a lot of times before, and my colleague and I'm a big fan of Andreas Vollenweider, who is a harpist from Switzerland. I'm sure most of them will know you. Most of you will know him. Sorry for the mix-up. And he is starting to give live concerts as well, which I'm following with great interest. And he calls this way of playing thematic improvisation, which I find very precise and to the point, really, because that's what's going on in our head when we make up these things. And we have themes, we have motifs, and we kind of follow a certain flow and you know, see what happens. And this way of making music has become very dear to me. And I have some, yeah, I've learned from some very good players. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die thematische Improvisation, das ist ein Begriff, mit dem Andreas Vollenweider neulich auch mal gearbeitet hat, ein Schweizer Harfenist, den bestimmt alle oder fast alle kennen von euch. Und er kennt mich nicht, aber ich kenne ihn. Ich habe ihn auch mal live gesehen, hier ganz in der Nähe. Und bin ein großer Fan von ihm. Und er nennt diese Art zu musizieren so. Er nennt es thematische Improvisation. Und das ist eigentlich wirklich das, was in unseren Köpfen davor geht, so als Musiker, wenn wir uns diese Sachen ausdenken. Wir folgen da so ein bisschen am Weg, einem Fluss, einem Pfad und schauen einfach, was passiert und was sich anbietet. Und ja, und versuchen auch nicht zu früh abzubiegen, wenn es einen neuen Weg gibt. Macht dann also ganz viele kleine Entscheidungen. Aber gut, genug geredet. Was haben wir denn hier noch? Ich gehe mal hier ein bisschen runter, die Liste. Genau. Julia sagt, coming soon also der Eierschneider. The egg, the Eierschneider means a device for slicing eggs, which is perfect for the harp. And there is a video from the other day from my dear colleagues Merit and Daniela, who you want to check out on Facebook and YouTube. Daniela Heiderich and Merit Zloch with a Z. And they produced a lovely video, very very playful and very very spontaneous. And you might want to watch that too. And so once I started making the adverts for other harpists, there is one more which I would like to mention to you by the name of Tamsin Dernley from Toulouse. She's streaming, or she's just finished streaming another event of hers, which is more academic and illuminates the crosslink between linguistics and music in a very nice way. And with a lot of example pieces, and you might want to watch that later on. It's on her Facebook page as well. So, also das war jetzt der vorgezogene Werbeblock. Meine beiden Kolleginnen Daniela Heiderich und Merit Zloch haben vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, wo eben genau dieser Eierschneider vorkommt. Und das mögt ihr euch bitte gerne angucken. Das ist ein ganz, ganz wundervolles, zauberhaftes Video geworden, ganz verspielt und spontan. Und ich habe es also sehr genossen, das mir auch mehrfach anzuschauen. Dann gibt es noch eine Kollegin aus Toulouse, eine englischsprachige, namens Tamsin Dernley. Und sie hat eine Art Vortrag vorbereitet mit der Verbindung zwischen Linguistik und Musik, und hat also darüber ein bisschen was erzählt und referiert und auch auf der Harfe ein paar Stücke gespielt. Also sie ist auch auf Facebook zu finden und auf YouTube. So, also das war jetzt erstmal der Werbeblock. So, dann wollen wir mal.
Das kann man also mit der Pedalhafe natürlich machen, mit den ganzen, also da unten, wo ich da rumtrete, demnächst bei Gefallen und überhaupt auf YouTube gibt es natürlich schon alles, da gibt es auch Pedalhafen-Videos, wo das alles erklärt wird, wie das hier funktioniert. Dem habe ich jetzt also nichts hinzuzufügen. Aber ich habe ein bisschen experimentiert mit bestimmten Pedalstellungen, die jetzt in der klassischen Musik gar nicht unbedingt vorkommen. Und da gibt es eben den Effekt, dass man zwei Saiten hat, aber den gleichen Ton. Und das kann man also da über die Harfe ein bisschen verteilen. Und ja, und es ist auch hier interessant, natürlich die Sachen auszuprobieren, die jetzt nicht so unbedingt vorgegeben sind. Und man kann da also experimentell auch sehr viel, ja, auch klanglich rauskitzeln aus dem Instrument. Das wollen wir jetzt aber nicht weiter verfolgen heute. Dafür gibt es dann vielleicht ein anderes Konzert mit ganz viel neuer Musik. So, this is a pedal harp, of course, and all the things that it can do. For instance, creating a pentatonic scale very easily and playing with it. And also you can have different pentatonic scales and change them around. And that's something that is not necessarily part of the classical harp education, but it can be done on the instrument. And while other things could be very difficult, like chromatic shifts and the likes, very easy on the piano, very cranky on the harp, or very difficult to achieve. But yeah, we find our way around, and of course we need to practice for that. And that's for the wonderful world of pedal harp. YouTube has, I'm sure, it has some videos explaining this and the instrument and the intricacies of the mechanism and all that. But for now, we'll leave it. I'll leave it to this introduction and play some more music for you. Ich lese hier wieder mit. Der Soundtrack begleitet gerade den Start der SpaceX-Rakete. Fenwen schreibt es. Fenwen schreibt es. Also interessant. Ja, hoffentlich hat es diesmal geklappt. Und da gibt es ja auch schon, da gab es ja auch schon Fälle, die dann der Firmenchef als unangekündigte Demontage bezeichnet hat, an unscheduled disassembly of the rocket when it launched. But I'm learning here that my music is the soundtrack for the SpaceX launch. So I wish them good luck this time. Maybe it will not explode. Now let me dial back the reverb a little bit. For the harpists, I have a special hint here, because if you have a harp and you have a pentatonic scale, like I did, and you have a reverb unit, you can play entire concerts like that, and people will love it. Now I have this pressing urge to play some jazz. Thank you.
So, das war ein bisschen Jazz. Der Blue Bossa war das. That was a bit of Jazz music. And the piece was called a Blue Bossa. It's like one of those jazz standards. It reminds me of a Japanese-American colleague of mine, Mr. Mutoshi Kosako, who is also playing the jazz harp and coincidentally is also wandering around in the forest with a chainsaw. So we thought we might have a Facebook group with, like, I don't know, jazz harpers or harpists with chainsaws. But this music is something that he loves very much, and he also teaches. He has some tutorial videos online, and also a channel, and he's also streaming live concerts. And who knows, maybe without this whole live streaming thing, we would never have gotten to know each other. So I point you at him as well. Ja, das ist also noch ein kleiner Hinweis auf einen Jazz-Harfenisten, einen japano-amerikanischen Kollegen von mir, Mutoshi Kosako. Und Kosako-san spielt auch Jazzharfe und rennt auch manchmal durch den Wald mit einer Kettensäge. Also das haben wir irgendwie gemeinsam, dass wir Waldarbeiter und Harfenisten sind. Und ja, dann können wir eine Facebook-Gruppe gründen zu diesem Thema. Lies hier noch ein bisschen mit. Ja, Astrid schreibt: Guten Abend, One-Man-Show mit Fragezeichen Instrumenten. Genau, also das ist natürlich auch so ein bisschen der Überraschungsmoment, den ich jetzt nicht plane, sondern ich hatte einfach Lust, jetzt mal die Pedalharfe auszupacken. Aus Gründen. Und ich habe hier insgesamt vier und von denen habt ihr jetzt schon drei gesehen. Also die E-Harfe, mit der diese Konzertreihe angefangen hat, so ein bisschen ambient-mäßig und mit Effekten. Und dann die keltische Harfe oder die Hakenharfe mit den Haken halt, mit diesem, also das, wo ich hier diese ganzen Pedale drücke und hier wackelt irgendwas. Das muss ich ja mit der Hakenharfe manuell machen. Also heißt sie dann Hakenharfe oder keltische Harfe. Und dann gibt es noch eine, die behalte ich noch ein bisschen im Hintergrund. Manche kennen sie auch schon von mir und die kommt dann also ein bisschen später noch dran. So, there are four harps altogether that I'm playing and I'm making it a little bit of a surprise each time what program and what harp I'm going to play. So you already know the electric harp that I played at the very beginning with this ambient theme, and then the Celtic harp or the lever harp, where I have manual levers where I have this mechanism on the pedal harp, and of course the pedal harp itself. And then there is another one, which I'm going to present to you in due course. Now I'm going to sing for a bit, and the tune is called. It was written in, what was it, 1953, I believe, by Arthur Hamilton. And the name of the tune is Cry Me a River. Why don't you cry me a river? Cry me a river.
You cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Cry Me a River. Ich habe noch ein Lied, ich weiß nicht, ob ich es noch singe heute, vielleicht auch ein andermal, aber das Motto für heute war so, ich habe so ein bisschen rum improvisiert und mich vorbereitet und dachte so, so eine Mischung aus Blues, Bossa, Fado, Jive. Irgendwie war ich in so einer Stimmung und das passt eben auch gut zu dem Instrument, weil es eben auch so ein bisschen so dieses jazzige Register kann. So the motto for today was, as I practiced and as I prepared myself a little bit for tonight, it was this mix in my head between blues and bossa, fado and jive, and I wanted to kind of mix it into a bowl and stir it for a bit. And the harp allows for that. The harp, I think the sound colors are really nice for that. So that's where I got stuck in a certain mood. I have another song for later. Let's see how my voice is. I have to drink a bit of water here.
Nach dieser kleinen Improvisation neigt sich das Konzert schon wieder dem Ende zu. Wir haben schon wieder die Stunde voll. Ich bin immer ein bisschen baff, wie die Zeit vergeht. Und das ist mal ganz oft so, dass ich mich am Anfang frage, so, mein Programmzettel ist noch so leer und was machst du denn? Und ja, das hast du schon mal gespielt und ich will mich nicht wiederholen. Und dann ist die Stunde auf einmal so vorbei. Vielleicht, weil ich so viel rede. Naja. Also, so I'm always impressed by how fast this hour is passing. We are approaching the end of the concert already again. And maybe it's because I talk too much, or maybe it's because because music just flows as it is. And ahead of the concerts, I'm always concerned, like, will it be enough for 1 hour? And my program is almost empty. There are so many blank spots, but apparently it's easy to fill an hour. So let me just catch up here for a bit. Susanne sagt, no, ich weiß nicht, was sie meint. Die Flöte würde da auch gut passen. Ja, die liegt hier auch, die Flöte. Die hat heute noch nicht viel gemacht, aber dafür hat die Stimme mehr zu tun. Ich glaube, ich singe noch was. Ein Stück von Hank. A piece written by Hank Williams, also in the 1950s, I believe, and it's called Weary Blues. And I was inspired by the version of the Canadian chansonnette Madeleine Peru, who also sings this tune on one of her albums. Also es ist ein Stück von Hank Williams, auch in den 50er Jahren, glaube ich, entstanden. Und die Version, die ich spiele, ist ein bisschen inspiriert von einer Version von einer kanadischen Sängerin, Madeleine Peru. Und es ist auch auf einem ihrer Alben zu finden. Fell apart. We
see young lovers as they go strolling by, and with that and all the things that might have been, God forgive me if I cry. I believe there are very different ways of presenting this song, and I chose one tonight that, you know, has a twinkle in the eye. I hope you understand, and it gets across. The lyrics are so drenched in melancholy that you almost have to smile sometimes. Also die Interpretation, für die ich mich entschieden habe, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Das Stück ist ja, das trieft ja vor Melancholie, aber ich hab da auch immer so ein bisschen so ein Augenzwinkern dabei. Ich hoffe, ihr versteht das gut und es kommt auch rüber. Was? Lieber Ralf, dein G. Oh, ist mein G verstimmt? Das würde mir sehr... Ja. Schon schlimmer. Ja, also vielen, vielen Dank schon mal für den Applaus. Thank you for the applause and for the virtual applause. I said the last time that I'm getting used to the situation, but at the same time I'm not, because it's of course the first presentation of my big lady here, and I was a little, not nervous, but you know, positively excited about tonight, and I think there will be a little more of the pedal harp to come. Yeah, and also, again, like in the previous occasions, you are present here in my living room, and I love it. It's wonderful to play for you. Also, auch wenn ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, es ist so, ich gewöhne mich ein bisschen an die Situation, hier in meinem Wohnzimmer zu sitzen und Harfe zu spielen. Aber ihr seid trotzdem alle da und ganz virtuell, aber ihr schreibt ja auch ein bisschen was. Darüber freue ich mich sehr und über den Applaus. Und ich weiß, dass also einige auch zusehen, die mir sehr viel bedeuten und sehr lieb sind. Und ja, und das ist wahnsinnig toll, das machen zu können. Als letztes spiele ich ein Stück, was ich ganz oft spiele. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal neulich auf der E-Harfe gespielt. Es ist ein Lied, was meinem Vater und auch meiner Mutter, glaube ich, sehr gefällt, die vielleicht auch sogar live zugucken. Und ihr wisst schon, wovon ich rede natürlich. Es ist die Hymne aus dem Jupiter vom Gustav Holst von der Planetensuite. So, I play this for my parents, who love this piece very much. And it's a hymn, I Vow to Thee is the name of the hymn, and it's a part of the Jupiter from the planet's suite by Gustav Holst.
Just allow me to correct this. Ich lese hier noch mal kurz mit. Ja, Ela schreibt, oh ja, das kannst du gerne jedes Mal spielen. Ja, ich habe es auch schon ganz oft gespielt und ich liebe das Stück selber auch. Es liegt so schön, es rollt so schön auf der Harfe. Und wer es ausprobieren will, es geht auch auf der Hakenharfe sehr, sehr gut. Es hat zwei Bs drin, also es ist in G-Moll oder in B-Dur. Und es liegt also auch sehr schön und hat diesen ganz sonoren Klang. Das spiele ich also wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe es noch nicht zu Ende arrangiert und vielleicht, wenn ich auch den Notensatzprogrammen ein bisschen mehr mächtig werde, dann schreibe ich es mal auf. So, this was an arrangement that also works on the Celtic harp or the lever harp. It is in the key of B major with two flats, and yes, B major and two flats. I have to think, and it rolls very nicely on the harp, so that's why I like it so much. And it's a good piece for practicing. I have not finished the arrangement, and once I figure out music score a little better than or like notation programs, then I might put it down at long last.
I say goodbye to you now for tonight. I think there is nothing to add at this point. I think this it's a perfect conclusion piece. And so for now, for tonight, I say goodbye to you. Please stay safe, stay healthy, and take good care of yourself and of your loved ones. Also, dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich bereite natürlich wieder was vor für nächste Woche. Mal schauen, was mir so einfällt. Und mal schauen, was mir so in den musikalischen Topf springt und was man dann also ein bisschen verrühren kann. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und bleibt gesund und munter. Und passt gut auf euch auf und auf eure Lieben. Also macht es gut und bis nächste Woche. Und jetzt schreibe ich noch kurz den Spendenlink mit dazu. Wie letzte Woche auch, übrigens Dankeschön nochmal für die Spenden letzte Woche. Wie letzte Woche auch geht die Hälfte an andere Musiker, die es dringender brauchen als zum Beispiel ich. Und das hat letzte Woche angefangen mit dem 10. Konzert. Das werde ich also weiterführen, wird also fleißig weiter gesammelt. Ich danke im Voraus und ich schicke hier nochmal kurz den Link hin. So thank you again for your donations last week and the previous weeks. And half of that will be, I will share the whatever is in the hat. And I will share that 50-50 with other musicians who might, you know, who might be in greater need than I am. And also the link is in the description below the video. Orange. I don't want to look orange. Need to fiddle with the colors again. So, let's see. Let's roll the credits. So, again, all the best to you and see you next week. Bye-bye.